Das Myrizeum in Waren, ein einzigartiges Naturerlebniszentrum am Rande der Altstadt, in dem die Besucher sich auf spannende Streifzüge durch Moore, Wälder und Seen begeben können. Das Herz des Myrizeums ist die Naturhistorische Sammlung, eine Sammlung, die ständig erweitert wird. 50 Jahre lang sammelten Lothar Schemschat aus Waren und Wolfgang Döring aus Stralsund Bockkäfer, und zwar in ganz Europa. Insgesamt 2632 in 20 Kisten mit insgesamt 95% der in Europa bekannten Arten. Und die finden nun im Myrizeum in Waren an der Müritz eine neue Heimat. Wir haben ein ganz gutes Gefühl, dass unsere doch sehr wertvolle, auch materiell sehr wertvolle Käfersammlung, die ja in mühevoller Arbeit, in mindestens 20 Mittelmeerexkursionen und ungezählten heimischen Exkursionen zusammengetragen worden ist, dass die hier also in richtigen Händen ist. Nur etwa 20 Käfersammler gibt es überhaupt in Mecklenburg-Vorpommern. Lothar Schemschat weiß, im Myrizeum ist die Sammlung Döring und Schemschat bestens aufgehoben. Gerade derartige Sammlungszugänge, die also wunderbar exakt wissenschaftlich aufgearbeitet sind, spielen eine große Rolle für uns, denn wir bewahren diese Sammlung, wir konservieren deren wissenschaftlichen Inhalt und wir werden in Zukunft diesen Inhalt Forschergenerationen, Sammlergenerationen zur Verfügung stellen können. Das Myrizeum feiert in diesem Jahr ein spektakuläres Jubiläum. Im Jahre 1866, also genau vor 150 Jahren, gründete Hermann Freiherr von Malzahn das von Malzahnsche Naturhistorische Museum für Mecklenburg. Im 19. Jahrhundert war das sammelnde Entdecken der Natur sozusagen eine Modeerscheinung, bei der ein Großteil des Bildungsbürgertums gerne mitmachte. Nach 150 Jahren ist die Sammlung aus mehr als 285.000 Belegen ein Wissensschatz und gemeinsam mit dem Naturerlebniszentrum ein beliebtes Ausflugsziel. Es ist natürlich ganz wichtig, dass man in einer Tourismusregion wie der Region Mecklenburgische Seenplatte in Waren an der Müritz auch eine entsprechende attraktive Ausstellungsstätte vorhält, die quasi auch den Touristen die Möglichkeit bietet, sich mit der Region bekannt zu machen, die Naturschönheiten zu erkennen. Und sie bietet natürlich auch die Möglichkeit, als Schlechtwettervariante Touristen hier über die Region zu informieren. Wir haben diese Einrichtung von Anfang an als Stadt Waren angenommen und haben im Rahmen unserer Möglichkeiten diese Einrichtung stets unterstützt, weil uns vor allen Dingen wichtig war, dass wir mit dieser Einrichtung ein sogenanntes Eingangstor haben für den gesamten Bereich des Myrus Nationalparkes, aber dass wir eben auch das, was es über viele, viele Jahre mittlerweile in 150 Jahren hier in der Stadt gibt, nämlich diese naturhistorische Sammlung zusammen, wie gesagt, mit dem Aquarium auch weiterführen konnten. Hier in Waren hat eben unser Hermann von Malzahn etwas gegen den Strom in der eigenen Familie schwimmend sich für etwas stark gemacht, hat eine Passion entwickelt, ist nicht auf dem Land geblieben, sondern er ist gereist, er hat etwas gesammelt, er hat etwas der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und das wird ja gerade heute gefeiert, so möchte ich es mal sagen, oder es wird gefeiert, dass es 150 Jahre bewahrt worden ist. Teil des Festjahres sind abwechslungsreiche Veranstaltungen, Konzerte, Führungen, Vorträge und vieles mehr. Und das Myrizeum zeigt sich auch im Schleswig-Holstein-Haus Schwerin und im Kulturhistorischen Museum Rostock mit der Sonderausstellung Ein Schatz der Wissenschaft. Vor 150 Jahren konnte man zum Beispiel noch keine Genanalyse durchführen. Das können wir heute. Und wir wissen noch nicht, was unsere Nachfahren in 50 Jahren mit den Dingen, die wir hier bewahren, anstellen können und erforschen können und was sie vielleicht für die Gesundheit des Menschen, für den Naturkreislauf aus diesem Bestand hier erfahren können. Die Bockkäfer sind im Haus der Sammlungen und bereichern den Schatz der Wissenschaft. Die Kombination aus diesem riesigen Fundus, der erlebbaren Natur und den abwechslungsreichen Ausstellungen vermittelt Begeisterung für die Vielseitigkeit der Natur. An jedem Tag im Jahr.